Alter Schwede! Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Nr. 6. Und mal nach gefühlt, weiß ich nicht, doch fast einem Monat. Ja, zwischen den Folgen ist unglaublich viel passiert. Und es ist auch unglaublich viel Zeit vergangen. Ich weiß gar nicht, hier steht jetzt auf dem Counter 87 Stunden. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich hier irgendwo ins Menü gegangen bin, stand dort 70 oder sowas. Alter, 17 oder knapp 20 Stunden, die ich hier verbracht habe. Allein auf dem Bestienfeld wohl bemerkt. Nur auf dem Bestienfeld. Um jetzt quasi alles auf einer Linie zu haben. Was die ganzen Charaktere angeht, mit Lernen etc. pp. Und diese Folge gibt's auch erstmal wieder zum Anfang jede Menge zu erzählen. Erstmal schon mal sorry dafür, dass ich euch wieder so ein bisschen vollsülze. Aber ihr kennt das ja vielleicht von mir. Wir wollen das Spiel auch zu 100% irgendwie erleben und auch erfahren. Deswegen sind auch einige Informationen, die man halt nicht so im Spiel so herzeigen kann, sondern die erzählt werden müssen. Also, was ist passiert? Ich habe mir hier 4 Punkte aufgeschrieben. Zwischendurch war ich, wie gesagt, auf dem Bestienfeld und habe für Gao bis jetzt alle Rage-Attacken hergeholt von den Gegnern, die wir bis jetzt getroffen haben im Spiel. Bei mir ist es als allerdings das Ding, dass ich schon 3 Gegner auf der im Spiel mehr gesehen habe oder beziehungsweise nicht bekämpft habe, aber beziehungsweise getroffen habe, wo ich geflohen bin, um die halt ja nicht so direkt in meiner Bestiariumsliste dann zu haben. Deswegen sind es bei mir 3 mehr. Ihr habt die noch nicht gesehen. Ihr solltet jetzt, wenn ihr das natürlich auch vorhabt, hier den 100% Lauf mit Gao, 212 Rage-Attacken besitzen. Quatsch, nee, 209. So rum. Da ich ja schon 3 mehr habe, solltet ihr ab diesem Zeitpunkt 209 Rage-Attacken haben. Jetzt wundert sich vielleicht der ein oder andere, beziehungsweise findet es vielleicht irgendwann raus. Da sind ja eigentlich, ein paar Gegner dabei, die wir schon gesehen haben, aber die irgendwie noch nicht in der Rageliste drin sind. Und zwar ist das der Vollstrecker, den wir, ich weiß gar nicht, wo haben wir den kennengelernt? Irgendwo, weiß ich schon hier nicht mehr, schon viel zu lange her. Der Death Warden, wie er sich im Englischen auch nennt. Dieser, genau, in der Cave im Feld, das war, glaube ich, so ein Viech, was irgendeine Kiste bewacht hat. Das erscheint nicht auf dem Bestienfeld. Aus einem einfachen Grund. Das gab einen Programmierfehler in der Game Boy Advance Version. Es ist quasi eine falsche Kampfinformation irgendwie in dem Quellcode hinterlegt, dass der nicht erscheint auf dem Bestienfeld, was irgendwie total doof ist. Da ist dann irgendwie eine andere Gegnerformation, die dann für diesen Kampf erscheint. Also total merkwürdig, aber das ist nicht so schlimm, denn später im Spiel gibt es den auch nochmal ganz normal als Zwischenkampf zu finden und dann, also im Soul Shrine, in dem Bonus Dungeon, dann erscheint er erst auf dem Feld. Also von daher erstmal, ne, Füße stillhalten, den gibt es dann später. Allerdings ist das auch nur in der Advance-Version so, in den älteren Spielen. Ich glaube, da kommt er dann gar nicht. Also weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Die 3 Gegner, die ich mehr gesammelt habe, sind Pusher, Gloster und Egelkriecher. Die haben wir aber noch nicht gesehen. Werde ich vielleicht mal nächste Folge mit raushauen, denn da ist ein bisschen Level-Zeug eingesagt. Und da baue ich die, glaube ich, mal mit ein. Aber dazu dann, wenn es soweit ist. Dann nächster Punkt, der Behemoth. Living und tot. Also, ne, tot und lebendig. Gibt es da ja so einen kleinen Kniff, dass man, wenn der lebendige Behemoth besiegt wurde, dann muss man quasi in den, der dann tot erscheint, also wir sind jetzt immer noch am besten im Feld, ne? In den dann quasi den anspringen, damit man die Behemoth-König-Fähigkeit dann bekommt von dem Lebenden. Es reicht nicht, ihn einfach in den lebenden Zustand anzuspringen, denn dann lernen wir gar nichts. Später gibt es dann auch nochmal den Behemoth Tod, da weiß ich jetzt aber noch nicht hundertprozentig, ob der auch mit in der Liste erscheint. Also, ne, fragst du mich dafür, das werde ich auf jeden Fall nachreichen. Dann noch wieder eine Besonderheit, die Tomberries, die erscheinen auf dem Bestienfeld. Aber, wenn man sie anspringt, bekommt man keinen Ragenlisteneintrag von denen. Ja, irgendwie total merkwürdig, ich stand da so, hä, was ist denn hier los? Aber das Internet sagt, dass es halt leider so ist. In der Liste gibt es insgesamt 255 Rage-Attacken und von den Tomberries ist quasi dies die 256. Attacke. Und deswegen kann man es auch wieder nicht lernen, weil es halt wieder auch bugbelastet ist. Wir müssen das aber haben, um die Trophäe zu bekommen, bin ich jetzt der Meinung.
Also, ne, ist wieder so eine Sache, die wieder echt schwer rauszufinden war. Dann noch eine andere Sache, der Meister Tom Barry, der auch eine Kiste bewacht hat, der erscheint auf jeden Fall nicht auf dem Bestienfeld. So, ich glaube, das war's jetzt alles. Falls ihr irgendwie noch mehr Infos zum Bestienfeld braucht, schreibt mir einfach an. Dann werde ich mir wieder beste Mühe geben, um das weiter an euch zu kommunizieren. Dann gehen wir einmal kurz im Menü, damit wir hier einmal kurz weg sind. Beziehungsweise habe ich dann endlich dieses Fluchschild, was es war, hat sich gewandelt in das Paladin-Schild, beziehungsweise das Heldenschild, was jetzt hier Stragogard drin hat. Dieses Schild schützt vor zahlreiche Angriffsarten und zwar absorbiert es Feuer, Eis, Blitz und Heiligattacken und wir sind immun gegen Gift, Wind, Erde und Wasser. Also eigentlich so gut wie alle gegen alle Elemente nun gefeilt. Außerdem lernen wir noch Ultima in einer einfacheren Rate quasi. Ja, das ist Wahnsinn. Achso, gegen Erde sind wir auch noch, gegen Wasser sind wir natürlich auch noch immun. Also es ist ein ganz, ganz super tolles Schild, was wir da jetzt bekommen haben. Für die es nicht mehr wissen, 250 oder 55 Kämpfe müssen mit diesem Schild in der Hand absolviert werden. Dann wandelt sich dieses Schild in das Heldenschild um. So, nächster Punkt. Jeder von den Charakteren, die ich jetzt hier dabei habe, hat jeder jetzt schon die ganzen Fähigkeiten hier von den Esper gesammelt. Also wir sind auf 100% Kurs, gerade jetzt alle Mann. Es ist natürlich immer, wie ich das ganz gut finde, dann auf dem Bestienfeld, da leveln wir so gesehen nicht die Stufe hoch, sondern nur die Bestie. Und das ist auch ganz gut so, denn wenn wir alle Bestie irgendwie gelernt haben für alle Charaktere, dann können wir uns ein bisschen das Zusatzgimmick von den Espern raussuchen, wenn man irgendwie pro bei Levelaufstieg plus 2 im Stärke oder Magie oder Ausdauer oder Schnelligkeit etc. kriegt. Ja, das finde ich immer eine ganz gute Sache, deswegen belassen wir das so. Dann, vierter Punkt, und was gegebenenfalls für nächste Folge wichtig wird, ist, habe ich mir aus Langeweile und eigentlich mehr aus Langeweile, habe ich mir die Imp-Rüstung mal zusammen gefarmt. Und zwar, ich sortiere das mal eben hier, ich glaube, dann finde ich es schneller. Und zwar, zu der Imp-Rüstung gehören einmal hier die Koboldlanze. Woher ich das habe, erzähle ich gleich. Dann haben wir die Koboldrüstung, wenn sie denn, glaube ich, als nächstes kommt. Ich weiß es gar nicht. Ne, erstmal haben wir hier noch das Panzerschild, genau. Dieses Panzerschild gehört auch mit zur Imp-Ausrüstung. Und dann haben wir als nächstes hier die Untertasse, müsste das sein. Die Suppentasse, genau. Welches auch mit zu der Koboldrüstung gehört. Und zu guter Letzt dann natürlich noch die. Wo ist sie? Oh, guck mal hier, Behemoth-Kostüme. 55! Alter Schwede! Ja, das ist alles der Verdienst, als wir gegen König Behemoth auf dem Bestienfeld gekämpft haben. Alter, 55! Ich glaub's nicht. So, wo ist sie denn eigentlich? Da, Koboldrüstung. Einmal habe ich sie auch nur. Es reicht für nächste Folge, dass alles einmal da ist. Das reicht vollkommen aus. Gut. Ja, wie gesagt, Koboldrüstung ist nun auch komplett. Was ist das Besondere an der Koboldrüstung? Ich kann es mal eben herzeigen. Und zwar, wir rüsten uns einfach mal kurz mit Lock aus. Nicht optimieren, das war dumm. Koboldlanze. Dann Panzerschild. Dann, wo ist sie? Die Suppentasse. Suppentasse. Und zu guter Letzt die Koboldrüstung. So, sieht es erstmal nicht so spektakulär aus, ne? Attacke, Abwehr, Reflex und so. Alles auf einem sehr, sehr, sehr minimalen Wert. Doch, wenn wir jetzt uns in einen Kobold verwandeln, dann sieht das Ding schon wieder ganz, ganz anders aus. Und zwar, da Kobold, wupp. Und dann schauen wir nochmal auf die Statuswerte nun von Lok. Und tada, siehe da, Attacke 255, Abwehr 255, Magieabwehr 231, Reflex auf 45%, Magiereflex auf 32%, Stärke allerdings ein bisschen weniger, aber dafür sind wir sackstark, was die Verteidigung angeht. Und natürlich auch in der Attacke sind wir natürlich sackstark jetzt geworden, ne? Das wieder interessant dann für nächste Folge, denn ich kann es ja jetzt schon mal sagen, nächste Folge werden wir uns auf jeden Fall im Kolosseum eine Runde rumtummeln und uns ein bisschen aufleveln. Und nicht nur da, sondern auch noch irgendwie ein paar extrem schwere Gegner gucken wir uns auch noch an. So, das war's jetzt erstmal für den Anfang.
Da bin ich erstmal alles losgeworden, was jetzt zwischen den Folgen so passiert ist. Ich rüste mich mal hier eben kurz wieder mit Lock ein wenig um. So, haben wir das. Ja, ich nehme dieses Video auf, ich weiß gar nicht, was rauskommt, vielleicht noch am Wochenende, also jetzt hier heute ist Freitag der 8., vielleicht noch am Wochenende, bin mir aber nicht sicher, ob ich das schaffe. Ihr habt jetzt auf jeden Fall bei Final 7, vom Final 7 Remake habt ihr jetzt auf jeden Fall Futter bis zum, lass mich lügen, 15. Von daher habe ich jetzt auch mal kurz Zeit hier endlich mal wieder, oh Entschuldigung, ob ich ans Mikro komme, endlich mal wieder Zeit, mich hier diesem Kram zu widmen. Also Final 6, ne? Ihr vermisst es ja auch schon. So, was wollen wir denn diese Folge eigentlich machen? Wir wollen diese Folge auf jeden Fall auch ins Kolosseum, allerdings nur einen ganz kurzen Abstecher, denn wir wollen uns die letzte optionale Esper holen für diesen Moment. Es gibt natürlich noch welche, aber an die wir jetzt erstmal rankommen. Und zwar ist das die Esper Gilgamesch. Dazu brauchen wir mindestens 500.000 Gil und ja... Diese Gil, wie fahren wir sie denn uns zusammen? Am einfachsten würde es sein, wenn ihr euch quasi auch die Imprüstung holt. Ich sage euch auch drauf, wo das geht. Und zwar, wir sind ja hier schon bei Tamasa. Ihr geht einfach in die Wüste unten hin. Wir haben ja gegen Kaktoren gekämpft letzte Folge. Und gegen diesen Sneko, oder wie heißt dieser dicke Wurm. Diese geben A, jeder A, wenn wir sie besiegen, 10.000 Gil. Und dadurch sind 500.000 Gil eigentlich recht schnell zusammengefarmt. Das Ganze geht natürlich noch schneller, falls ihr einmal ins Kolosseum geht. Dort könnt ihr den Katzenhut gewinnen, indem ihr eine... die Waffe von der Imprüstung. Impartisan nennt sie sich im Deutsch. Wie hieß sie denn nochmal? Die Koboldlanze, glaube ich, genau. Wenn ihr die Koboldlanze einmal einsetzt im Kolosseum, dann bekommt ihr den Cat Hood, nennt sich das. Dadurch bekommt ihr noch mehr Gil und ja, dadurch ist es eigentlich sehr schnell sehr viel Gil zu farmen in dieser Wüste da unten. Außerdem könnt ihr quasi da nebenbei, wenn ihr natürlich Lust habt, dadurch dann noch die Imprüstung euch farmen. Und zwar geht das auch, glaube ich, ganz einfach mit Gogo und Realm. Ich werde das, glaube ich, in der nächsten Folge mal einbauen, damit ihr das mal quasi visuell seht, dass das eigentlich ganz einfach geht und ganz fix. Ja, wie gesagt, machen wir nächste Folge. Für nächste Folge holen wir uns dann auch noch das Doppler-Ei bei einem Gegner. Ist auch hier, der um Tamasa rumrennt. Also, da wird jede Menge Gefarme dran sein. Ich hoffe, das schneide ich aber, glaube ich, irgendwie zusammen. Mal schauen. Ja, wie gehen wir jetzt vor? Wir brauchen 500.000 Gil, die haben wir locker. Ich habe 3,4 Millionen Gil auf der hohen Kante. Das reicht auf jeden Fall aus. Ja, das Bestienfeld macht's möglich. Und hier kriegen wir schon 200.000 Schritte. Auch das Bestienfeld. Alles macht das möglich. Wir fliegen Richtung Tamasa. Tamasa sage ich schon. Richtung Jidor meine ich natürlich. Und zwar, was fliegen wir mal? Genau. Ewig nicht mehr. Falsche Richtung. Da müssen wir lang. Didi, didi. So, da sind wir auch schon. Und wir landen einfach mal. Landen. Natürlich auf den Bäumen geht es nicht. Ja. 500.000 Gil. Und wo können wir die am besten loswerden? Natürlich im Auktionshaus. Übrigens, falls ihr jetzt auch diese 100.000 Gil oder für die 500.000 Gil farmen wollt, beziehungsweise das jetzt auch macht, dann farmt doch einfach gleich 1 Million, um dann an die Trophäe Fun to Save, Fun to Use ranzukommen. Die hatte ich auch schon mal vorgestellt, als ich meine 1 Million Gil-Marke geknackt habe. Ist hier quasi der einfachste Weg, diese Trophäe dann auch nochmal zu holen. Wir gehen hier hoch, Richtung Auktionshaus. Da sind wir auch schon. Und ganz wichtig, die Auktion startet nur, wenn ihr mit diesem Typen hier sprecht. Ein seltenes Schwert soll angeblich unter den Hammer kommen. Ich ringe mit mir, ob ich mitbieten soll. Ja, wenn du genug Geld hast, dann sollte das gehen. Okay, hier im Auktionshaus, weiß ich gar nicht. Wir haben auch, glaube ich, mit allen gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der hier irgendwie mal was anderes gesagt hat. Bin zum ersten Mal hier. Kauf sonst nur am Grabbeltisch beim Krämer. Die Angebote, weißt du? Die Mehrwertsteuererhöhung Kefkas war ja echt gesalzen. Seitdem wird jeder Gil dreimal umgedreht. Aber ich glaube, den haben wir auch schon gehabt. So. Seid ihr auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Das Angebot des Tages kommt gleich unter den Hammer. Mitbieten. Na, selbstredend. So, auf geht's. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser nächstes Objekt ist... Tada! Bumm, eine Kiste. Und das ist ja schon unsere Truhe.
Wir öffnen sie und zum Vorschein kommt... Das hätte jeder gerne Schwert, Excalibert! Fast ein Reim. Das Mindestgebot beträgt 10.000 Gil. 100.000 Gil, sagt da irgendjemand. Was? Mein lieber Scholli, da klimpert's im Gilbeutel. Ein Wahnsinnsangebot. Gebot, natürlich. Wer von den erwerbten Ladies und Gentlemen bietet mit? Wir natürlich auf 150.000 Gil erhöhen. Hier, 150.000 Gil. Hohoho, es gibt nichts, was ich mir nicht leisten kann. 200.000 Gil. Aha. 300.000 Gil. Ja, die sind alle reich hier. Wer von den werten Ladies und Gentlemen bietet mit? Na, wir natürlich. Wir erhöhen auf 400.000 Gil. 400.000 Gil. 450.000 Gil. Mhm. Wer von den ehrwerten Ladies und Gentlemen bietet mit? Natürlich gehen wir auf 500.000. Junge, 500.000 Gil. Und dadurch überzeugen wir den Auktionator. Sehr wohl, der Zuschlag geht an euch. Bitte sehr. Juhu, 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 wir freuen uns. Excalibert erhalten. Die Auktionen sind für heute beendet. Beehren Sie uns bald wieder. Nö. Ja, Wahnsinn. Waren wir erstmal ein Schwert uns ersteigert, was mal eine 500.000 Gil kostet. Und wir gucken uns das natürlich mal eben schnell an. Sortieren. Und ich glaube, ich hatte es auch schon mal irgendwo im Laufe des Let's Plays erwähnt. Hier ist das Schwert Excalibert, das legendäre heilige Schwert? Fragezeichen. Ja, Terra, Locke und Edgar Celis können es benutzen, Schaden anzugute gar keins. Und ja, das Einzige, was dieses Schwert so legendär macht, ist eigentlich, dass es immer trifft. Allerdings nur mit einem HP-Schaden. So, ja, damit haben wir es. Was können wir mit diesem Schwert anfangen? Ich hatte es ja vorhin erst am Anfang der Folge schon gesagt, dass wir damit im Kolosseum was auslösen wollen. Und der Typ sagt jetzt hier, Excalibert, das klingt wahrlich nach einem seltenen Schwert. Im Drachenhals-Kolosseum soll sich ein Typ rumtreiben, der es auf seltene Schwerter abgesehen hat. Sei lieber vorsichtig. Ja, das ist natürlich so ein Hinweis von diesem Typ hier, dass wir natürlich, wenn wir das nicht machen sollen, es auf jeden Fall machen wollen. So, wir steigen in unser Luftschiff, heben ab. Und fliegen einmal gen Norden Richtung Drachenhals Kolosseum. Unserem nächsten Aufenthaltsort für die nächsten, oder beziehungsweise für mich, für die nächsten Stunden vielleicht. Oder naja, nicht Stunden, aber doch vielleicht Stunden. Mehrzahl. Zwei vielleicht. Muss ja einmal durchspielen und gucken und alles und so weiter und so fort. Ja, genau auf dem Kolosseum gelandet, in unserem dicken Luftschiff. Bevor wir reingehen, sollten wir noch mal ganz kurz unsere Gefährten checken. Es wäre vielleicht gar nicht so blöd, so wie ich es gerade gemacht habe, dass wir den Strago mit dabei haben, denn wir geraten demnächst in einen Kampf, wo wir schon so ein paar, ich glaube 2, 4, 5, 6 Blaumagien sogar lernen könnten, wenn wir sie noch nicht hätten. Deswegen ist Strago hier ein guter Deal für die Truppe. Wichtig wäre für den Kampf, den folgenden, dass Terra Phantom gegebenenfalls mit dabei hat. Und dass wir bei Locke, nehmen wir mal in den Accessoires, den Diebesreif auf jeden Fall drin haben. Denn wir wollen noch eine Sache mindestens stehlen wollen. Und Sätze habe ich jetzt hier eigentlich dabei, weil ich in den Folgen davor was ausprobiert habe. Dazu dann aber mehr. Ich habe das nicht hundertprozentig hingekriegt. Aber da gibt es irgendwo nur so einen kleinen Trick, den... Ja, habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Aber dazu dann auf jeden Fall mehr zu seiner quasi charakterspezifischen Sonderfolge, die da irgendwann kommt. Gut, ja. Das war das Wichtigste, was ich erzählen wollte, bevor wir hier das Haus betreten. Und dann würde ich sagen, let's go! Na, Rosa Rosi? Albträume? Ah, so, stellt euch einen Kampf im Kolosseum. Ich glaube, ich möchte mal kurz, nee, danke. Nur mal kurz pennen. Nur mal alles, dass wir auf 100% sind. Grad nicht geguckt, aber wir können ja einfach mal, wir können ja nochmal kurz ernächtigen. Eieieiei, meine Fresse. Also, ich glaube, so viel Stuff ist noch nie passiert zwischen den Folgen. Also, ne, so viel Zeit vor allen Dingen vergangen im Spiel. Mal gut, dass ich eine Speedtaste habe. Also, ich kann echt Leute verstehen, dass wenn sie einfach auf diesen 100% darauf keinen Bock mehr haben, nur wegen GAU, kann ich hundertprozentig nachvollziehen.
SDSC 28, ich glaube, du bist einer derjenigen, der das Ding wirklich auf Game Boy Advance spielt, ohne Speedtaste. Mein Respekt dafür, wenn du das durchziehst. Bewundernswert. Ach, ja. Aber es ist ja immer schön, also ich finde das immer ganz cool, wenn man so alte Finals spielt und man muss jetzt gerade irgendwie was holen, was leveln, was farmen etc. pp. Man macht sich dann einfach nebenbei, lässt man irgendeine Serie laufen oder YouTube lässt da irgendein paar Videos laufen und horcht dann und schaut dann einfach nur nebenbei und freut sich dann umso mehr, wenn es dann irgendwie dann die Zeit vorbei ist und man es dann geschafft hat. Nicht? Also das ist so mein, ja, ich finde es so mein, wo ich mir dann die Stange dran halte. Okay, jetzt aber, wir wollen kämpfen. Mit dem größten Vergnügen natürlich. Und zwar bieten wir hier nun das Excalibur. Und, ich hab's vergessen, natürlich solltet ihr, bevor ihr das macht, immer noch einen Sicherheitsspeicher machen. Und dann mache ich jetzt mal eben, bis gleich. So, getan und jetzt kann's losgehen. Jetzt wollen wir endlich kämpfen. Mit dem größten Vergnügen. Bidi, bidi, bip, bip. Vor jedem Kampf solltet ihr auf jeden Fall einen Speicher machen. Das ist ganz wichtig. So, Excalibur. Wir bieten das. Und zwar kämpfen wir hier dann gegen einen Häfling, Zwiebelink. Das ist aber easy. Wir nehmen einfach mal Terra, denn ich glaube, ich habe ihr Offenbarung Genji-Fäustlinge gegeben. Weiß ich aber nicht. Oder nur Genji-Fäustlinge. Ist ja egal. Reicht auf jeden Fall. Doch, ich habe Offenbarung und Genji-Fäustlinge. Ja, ist ja gut, Terra. Der arme Flink-Zwiebelink. Wir haben einen Orden erhalten. Vielen Dank auch. Ja, aber... Oh, da hast du aber ein seltenes Schwertchen bei dir. Dieses Schwert. Nehme ich an mich. Was? Ja, Gilgamesh, herzlich willkommen. Nun, Gilgamesh haben wir vor der Nase. 38.000 Lebenspunkte, keine Schwächen, immun gegen wirklich alles. Seine Abilities hier sind sehr viele Blaumagien, wie ich es ja am Anfang schon sagte. Und zwar unter anderem Aeroga, Discord, 1000 Nadeln, den Aqua Atem, den Revenge Blast und Quasar. Dann diese, also quasi ist Gilgamesh ist irgendwie in drei Formen aufgeteilt. In der ersten Form macht er quasi dies in eine abwechselnde Reihenfolge. Natürlich immer so zu ein paar Prozentpunkten dann diese Attacken. Dann wechselt er, wenn wir ein bisschen HP abgezogen haben, wechselt er quasi in die zweite Form. Dort, das merken wir daran, indem er halt Protect, Shell und Hast auf sich zaubert und dann anfängt ein bisschen rumzuspringen. Und danach wirft er quasi mit Schwertern auf uns, mit namhaften Schwertern wie den Lichtbringer des Ragnarok und sogar das Zantesuken. Welches, wenn es uns trifft, auf jeden Fall einen Charakter sofort in die ewigen Jagdrunde schickt. Dazu muss man noch sagen, Revenge Blast, wenn natürlich die Attacke ausgeführt wird, ist natürlich auch mindestens einen Charakter von uns nieder. Ja, und noch ganz vergessen, das Mutsunokami wird er natürlich auch noch schmeißen, auch noch ein Schwert. Ja, Raja-Attacken haben wir nichts. Blaumagien sind 6 Stück, hatte ich ja gesagt. Aeroga, Discord, 1000 Nadeln, Aqua-Atem, Revenge Blast und Quasar. Bei mir sind es 2 Blaumagien, die ich noch nicht habe. Und zwar ist es Aeroga und der Quasar. Quasar ist ein nicht-elementarer Angriff, der es auch auf alle Gegner geht und ja, ein bisschen ordentlichen Schaden macht. So, stehen könnten wir. Das wollen wir auf jeden Fall mit Lock tun. A, Genji, Fäustlinge oder Fäustlinge noch einmal. Und oder ein Genji-Schild. Und am Kampf gibt es gegebenenfalls ein Genji-Helm und eine Genji-Rüstung. Da möchte ich aber lieber den Helm haben, denn der ist sehr, sehr selten. Und genauso wie die Genji-Gloves, ich glaube, die möchte ich auch haben. Das andere Zeug, das werden wir uns alle nächste Folge in der Kolosseum auf jeden Fall auch noch holen. Strategie ist erst einmal, wie gesagt, werde ich mit Lock versuchen, irgendwas zu stehlen. Und danach sind solche Zauber wie Holy Flare und Ultima natürlich das Beste. Für die erste Form, wenn Gilgamesh in die zweite Form wechselt, dann sollte Terra einmal Phantom benutzen, denn ab diesem Zeitpunkt greift Gilgamesh nur noch physisch an, das heißt, jegliche Angriffe gehen halt ins Leere und wir sind eigentlich so gesehen safe. Da gibt es noch eine andere interessante Taktik. Lock ist ja schon über Level 50 oder Shadow auch schon über Level 50. Wenn man ihm
zwei Man-Eater geben würde. Und natürlich dann die Offenbarung Genji Glove Combo, würden wir 8x knapp 3000 Schaden machen und da wäre das Ding eigentlich auch schon fast gegessen. Und noch eine andere Sache ist, die ich wohl, weil ich Setzer mit dabei hatte, dass hier der 777er bei Setzer oder halt Goku, der kann das ja auch, hier am effektivsten ist, aber bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Okay, was machen wir? Wir werden erstmal hier hochheilen und natürlich mit Lock erstmal was versuchen zu stehlen. Mal gucken, was wir bekommen. Ich habe in meinem ersten Durchspiel den Speicher nämlich auch schon die besten Voraussetzungen oder die besten Sachen bekommen. Und zwar sind es die Genji-Fäuste im unnahen Kampf, dann sogar den Genji-Helm. Also da lief alles super. Plus ich habe die beiden Blaumagien fürs Drago natürlich bekommen, die ich haben wollte. Welche Aeroga sind und Quasar. So, mal schauen, ob wir das hier vielleicht auch nochmal hergezeigt bekommen, beziehungsweise sehen. Hier ist einmal der Rachestoß. Drago, auch Wiedersehen. Obwohl, nee, der ging daneben. Sehr gut. Haben wir noch nicht, haben glaube ich noch keinen Schaden gemacht. Das ist gut. Mir nichts gestohlen. Ich glaub's ja nicht. Terra. Nichts gestohlen. Machen wir nochmal Mikra zaubern. Terra ist gleich nieder. Nicht so gut. Jetzt kann auch nochmal heilen. Ding, 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 ding. Ah, schön mal wieder Final 6 zu spielen. Finde ich. Nach der ganzen 7er Remake-Aufregung. Mehr nicht zu stohlen. Aber ich kann ja mal, während wir hier versuchen, was zu stehlen, gerade mal ein bisschen erzählen, wo ich gerade bei Final 7 Remake bin, weil ich denke, das Video kommt hier auf jeden Fall, bevor die letzte Folge, die ich aufgenommen habe vom Remake, rauskommt. Hier ist Quasar, der Angriff. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Ein paar Meteorfangen sind ein bisschen ähnlich aus wie Meteoren. Macht eigentlich recht moderaten Schaden. So, wo bin ich bei Final 7 Remake? Ich bin jetzt quasi auf dem Eisenbahnfriedhof angelangt. Quasi Kapitel 9 ist endlich durch in Sündenfuhl. Meine Fresse, das war schon echt weird teilweise. Aber trotzdem so eigentlich, wie es sein sollte. Also das war schon sehr schön. Cornero, der Lustmolch. Was ich allerdings ein bisschen negativ fand, habe ich auch im Let's Play dann später gesagt. War nichts gestohlen. Das Tanzen bei Anjan. Das war ein bisschen merkwürdig. Da hätte ich lieber irgendwo in einer Badewanne gesessen mit ein paar nackten Kerlen. So wie es halt im Original auch mal war. Nur von der Unterhose, die Unterhose, die wir da bekommen haben. Naja. Aber es ist ja bald soweit. Das 7er Teil steht ja eigentlich schon fast in den Startlöchern, würde ich fast sagen. Alter, was ist denn hier los? Wieso steht da denn nichts? So wieder das Paradebeispiel, wenn man aufnimmt, ne? Immer noch nicht. Wenn nicht, werde ich das gleich da jetzt mal wieder ein bisschen zusammenschneiden. Ne? Das ist nicht so viel. Ich habe jetzt auch nicht mehr über das Video. Ich will auch nicht viel mehr, gerade noch nicht so viel mehr darüber erzählen. Weil guckt es euch einfach an. Kommt jeden Tag bis jetzt eine Folge. Bis zum, was hatte ich gesagt? 15. Endlich, Genji Fäustling. Dankeschön. Also auch schon wieder, das ist einmal das Optimum. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Ne, ich habe es nicht gemacht, was ein bisschen doof ist. Sollte vielleicht noch eine Schleife anlegen, aufgrund dessen, was jetzt hier gerade passiert. Was ist mit Terra los? Oh nein. Strago, du wirst das richten. Ne? Ich glaube, Strago ist der Einzige, der eine Schleife anhat. Aber ist okay. Das passiert halt auch manchmal den Besten. So, Terra hat sich wieder gefangen, ist jetzt gemorpht. Also alles nicht so schlimm. Na, sag mal. Das reicht's aber. So, jetzt erst einmal. Erzengel. Damit wir hier mal wieder wen aufgekratzt haben, nicht das. Alter! Dein Ernst? Nein! Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Na gut, wir fangen dann gleich nochmal an. So, Präventivschlag, Klappe die zweite. Wir bekämpfen jetzt einfach erstmal Gilgamesh, ne? Wir haben ja jetzt, gerade bevor ich draufgegangen bin, haben wir es ja gesehen, wir haben Genji-Fäustlinge gestohlen, etc. pp. Von daher gehen wir jetzt hier einfach mal nur, um die Vernichtung Gilgameshs hier mal zu wirken. Gibt's ja gar nicht. Ich habe jetzt auch jeden irgendwie nochmal Schleifen angelegt. Sollte man vielleicht machen, denn der Stein
Und gerade da ich ja bei irgendwie allen irgendwelche Waffen angelegt habe, sofort den Tod verursachen. So, gestohlen hatte ich ja letztes Mal schon. Also alles gut, ich spiele eher dann aus meinem Speicher weiter, wo ich mit meinem Vorspiel dran war. So, pass auf. Jetzt, da er in die zweite Form wechselt, nutzen wir hier jetzt Phantom. Jetzt gerade nochmal gucken, dass wir hier in den Unsichtbarkeitsstatus dann reinkommen. Geisterschleier, genau, super. Und dann heißt es eigentlich nur noch Ultima, Flair, etc. pp. Drauf, um die Sache dann hier zu beenden. Sollte dann sich eigentlich schnell erledigt haben. Ja, alles nur, weil ich wieder zu viel erzählt habe. Ach ja, schön. So, Setzer kann ich auch mal hier ein bisschen zaubern. Machen wir einfach mal so der Flexibilität halber nochmal Flair. Ja, jetzt springt er hoch. Doof! Geht Flair natürlich ins Leere. Ja, warten wir ganz kurz. La la la, da ist er wieder. Und natürlich trifft nichts, denn wir sind ja unsichtbar. Und ich hatte eben, bevor ich gegen das Flinkzwiebeln musste ja vorher kämpfen, ne? Mich tatsächlich auch in der Stolperfalle gleich erlegt, weil Terra den ersten Zug sie erstmal verwandelt hat. Unglaublich. Das ist wieder dieses Aufnahmeglück. Ah ja. So, Ultima. Können wir vielleicht nochmal stehlen. Auch nix. Ich hab jetzt hier, wie gesagt, die Genji-Fäusting habe ich. Im Vorspiel habe ich im Sack. Und die Blaumagien von Strago habe ich auch im Sack. Also ist jetzt das nicht schlimm, wenn ich das hier gerade mal eben in der Aufnahme auslasche. Es scheint, als habe ich euch unterschätzt. Das hast du wohl. Aber ich habe dich am Anfang auch unterschätzt. Also 1-1. So, perfekt. Den Genji-Helm auch noch den selteneren Loot bekommen, was ganz cool ist. Ja. Dafür leihe ich dir meine Kraft. Und somit ping, bekommen wir den Gilgamesh-Magineten. Ich freue mich. Und natürlich, wenn wir uns den gleich nochmal angucken, den geben wir hier gleich mal lock. Da ist er, Gilgamesh. Schauen wir uns. Fragezeichen ruft eine legendäre Schwertfechter, der keinen Gegner ungeschoren lässt. Ja, Doppler lernt er mit einem einfachen Lerntempo und natürlich Courage, welches erhöht einen Angriff, erhöht für einen Angriff die Attacke aller Gefährten. So, erstmal richtig lesen, ne? Und natürlich plus 2 Stärke beim Stufenanstieg als Benefit. Sehr nice. Also, was wollten Sie auch ausrüsten? Ich wollte Sie ausrüsten. So, ihn an. So, vor die Tür. Lala. Und dann suchen wir uns mal hier einen Gegner, der wissen will, wie Gilgamesh so aussieht. Da, 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 so jetzt. Nur aber Boogie, Boogie, Boogie. Die wollen es also wissen. Lok ist auch gleich dran. Sehr schön, Gilgamesh. Hallo. Masamune. Mhm. Ja, da sind sie. 3 Schwerter zur Wahl. Und natürlich, so wie es halt auch üblich ist, springt durchs Bild und zieht 1 von 3 Schwertern, worunter halt einmal die Masamune, einmal Excalibur und einmal Excalibert ist. Und ich hatte es ja schon gesagt, der schwächste Angriff wäre natürlich Excalibert. Nur 1 Schaden. Ja, und damit war es das erstmal wieder, diese Folge. Ich hoffe, ich konnte dich erstmal wieder beglücken und ich hoffe, du hattest konntest dich dran erfreuen, Lok und die anderen Nasen hier endlich mal wiederzusehen. Nächste Folge, hatte ich ja schon erzählt, wollen wir uns hier im Drachenhals-Kolosseum ein wenig mehr Rüstung holen. Das zeige ich dann her, was für alles so wichtig ist. Auf jeden Fall die Genji-Rüstung wollen wir uns ein bisschen aufstocken. Und ja, noch so anderes Stuff. Magus-Rods wollen wir uns auch noch holen für Strago und Wellen. Das sind die stärksten, die es gibt. Und ja, auf jeden Fall wollen wir dann noch gegen den Tyrannosaurus kämpfen und vielleicht gegen den Brachiosaurus, aber da weiß ich nicht, ob ich den schaffe, gerade in dem Level. Mal gucken. Dann schauen wir uns dann noch die neuen Gegner an, die um Tamasa rumlaufen, und ich zeige das Metamorphen auf jeden Fall her, wie das einfach zu gehen oder zu machen ist. Ja,
ich glaube, damit habe ich erstmal alles erzählt, was ich nächste Folge machen wollte. Das Doppel-Ei wollen wir uns auch noch holen. War auch schon gesagt. Ja. Würde mich freuen, wenn du da auf jeden Fall auch wieder mit dabei sein würdest. Beim Final 600% Lauf. Und ich glaube, wenn wir dann das durch haben, das Kolosseum fürs Erste, dann geht's auch, glaube ich, Story erstmal ein bisschen weiter. Ich glaube, dann haben wir erstmal alles Nebenkram, soweit es geht, erledigt. Hoffe ich. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei sein würdest. Ich schmeiße mich jetzt gleich nochmal in eine Folge von Final 7. Glaube ich, eine halbe Stunde habe ich noch übrig. Ziemlich sollte passen. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Oder dann halt auch wieder hier dann bei Final 6, wenn es weitergeht. Hab einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann, wo es auch siehst. Lass dein Essen schmecken. Und ja, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss.